Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Es gibt ja noch ein bisschen was in anderen Spielen zu erledigen, außer in Elden Ring. Ich möchte ja alle Bosse aus allen From Software Souls-Titeln bezwingen oder Souls-Born-Titeln bezwingen. Das heißt, auch in Dark Souls 2 ist noch ein bisschen was offen und wir gehen direkt zu meinem Hassgegner, dem Rauchritter. Und nachdem, oh, die Steuerung ist anders. Bearer of the Curse. Erstmal leveln. Ich habe ja ein bisschen was bekommen. Ich denke, ich brauche ein bisschen mehr Leben. So, jetzt ist die Frage, ich habe 16.000. Wie viel habe ich nochmal für ein Level gebraucht? 25.000. Oh, ich habe kaum noch welche davon. Aber die. Ja, keine Ahnung, wird schon passen. Die dürfte ich, irgendwelche dürfte ich nicht, die Riesenseelen dürfte ich, glaube ich, nicht schlucken oder so, ne? Jetzt habe ich schon wieder so, jetzt fehlen mir nur 5.000. Ja, Leben, 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 Leben. Auch wenn es nicht viel ist. Weil er doch gegen Riesen gekämpft hat. Nach Drang Lake Reisen 2. Was ist das? Ach so, nee, 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 nee. Das ist quasi New Game Plus, vermutlich. So, Rauchritter, Rauchritter, Rauchritter. Du warst hier unten da. Puh, okay. Also. Hier musste ich einmal hier rumlaufen. So. Ich muss mich jetzt natürlich Vollgas wieder einspielen. Nicht so wie bei Dark Souls 2, da hatte ich weniger Pausen. Ja, okay. Scheiße! Wie langsam hebt er. Oh Gott. Oh Gott. Okay, das Spiel ist tausendmal langsamer. Ach du Schande. Oh Mann, wie ich das vergessen habe. Zeitlupen-Mode, aber sowas von. Ah, wie. Oh, mir fehlt auch komplett gerade der. Wie habe ich ihn? Habe ich ihn hier. Ich glaube, ich habe ihn einmal. Bin hingerannt und habe dann. Ach du Scheiße. Okay. Boah, ist das langsam. Ich glaube, ich spiele ohne Schild.
schau mal, ob ich dann eine Lightroll hab. Nee, noch nicht, ne? Ich glaube, ich gehe auf die Lightroll. Doch, ich müsste eine Light... Das müsste... Ist das eine Lightroll schon? Leute, sagt mal kurz, ist das eine Lightroll? Glaube schon, ne? Mit 50% habe ich die Lightroll. Ist keine Heavy. Ja, die Heavy, das... Könnte eine Lightroll sein. Warte mal. Mach mich mal unter 40%. Mach mal das Schild noch weg. Also schneller wird's nicht. Ich glaube 50% passt. Prozent? Ehrlich? Okay. Moment. Aber das ist doch nicht schneller als... als das. A regular fast roll. 70% lets you roll farther and backstep faster. 30% lets you roll faster and further. Scheiße, ist der Kumpel langsam. Boah, und dauert das Saufen ewig. Uff. Das ist eine harte Umstellung, Leute. Das ist eine harte Umstellung gerade. Ah, und der rollt natürlich auch viel später erst los. Meine Güte, dass ich das jemals als Problem gesehen habe. Ich muss mich kurz anpassen, dass ich hier tausendmal langsamer bin, aber...
Das. Also. Ich bin gerade absolut überrascht, wie langsam sich dieses Spiel anfühlt. Wow. Ich erinnere mich gerade auch, was ich immer gemacht habe. Ich bin auf ihn zugerannt und habe dann, nee, den kurzen Angriff gemacht. Das war jetzt Quatsch. Gerollt, ja. Boah, ich muss mich echt kurz umgewöhnen. Ist das eigentlich der letzte Gegner aus dem zweiten DLC? Es gibt noch zwei Bosse. Ihn und noch einen oder ihn und noch zwei? Das habe ich immer gemacht. Ihn und noch zwei, okay. Ah, wie lange ich... Okay, da kann ich trinken. Oder jetzt halt, ne? Nee, oder auch nicht. Jetzt kann ich trinken. Wobby, hi, grüß dich. Ah, Mist. Keine Ausdauer mehr gehabt, das war dumm. Okay, die wilde Hitbox wieder am Start. Shit. Spaß am Verzweifeln. Ja. Alle paar Jahre spielt Sepp ist er komplett durch, ey. Ey, das finde ich krass, wie ich Probleme hatte, in die zweite Phase zu kommen, ohne Schild. Und jetzt denke ich mir so, wow, die erste Phase ist ja ein Witz. Das ist ja der Shit. Ich bin total überrascht. Ich muss ein bisschen klarkommen auf die Langsamkeit des Spiels, aber... Langsamkeit des Spiels. Ah, Mist. Und ich muss mein Ausdauermanagement besser in den Griff kriegen. Das ist hier nochmal anders.
Du magst das schnelle Rumgezappel in Elden Ring sehr. Ja, Wobby, ey, Dark Souls 2. Dark Souls 2 ist nochmal eine ganz andere Angelegenheit. Es ist ein Weilchen her, dass ich Dark Souls 2 gespielt habe und bin minimal überrascht von, ja, wie gemütlich dieses Spiel auf einmal wirkt nach Elden Ring und Dark Souls 3. Ich glaube, wenn ich das zu lange mache hier, dann kann ich kein Elden Ring mehr spielen. Ah, Mist. Ich hab's gerade gemerkt, dass ich zu früh gedrückt habe. Ach, das war dumm. Was mache ich denn? Mortal Shell ist eher gemächlich, okay. Lies of P, ja, das ist ja auch noch offen. Oh, da bin ich jetzt natürlich dummerweise nicht an ihm vorbeigekommen. Ach, Mist. Ja, das dauert jetzt echt, also es ist jetzt einfach nur tatsächlich gerade ein bisschen reinkommen in die Gemächlichkeit. Das ist ja unfassbar. Mir kam das, ich hatte das so schnell im Kopf. Niklas, hi. Willkommen zurück. Und das ist hier aber, das ist die gemütlichste Runde schwerer Gegner, die ich mir vorstellen kann. Ah, das war dumm. Keine Ausdauer mehr gehabt. Ach Mist. Für den Rest des Abends nein. Ich mache nur eine Stunde.
Ich habe noch so ein paar Gegner offen, die ich, in Dark Souls 2 noch zu besiegen habe, und er ist einer davon, der mich schon viele, viele Stunden gekostet hat. Tatsächlich wirklich viele Stunden gekostet hat. Und ich bin der Meinung, es ist an der Zeit, ihn jetzt zu verprügeln. Ah, Mist. Da war die schnelle Rückhandkeule, die ich bisher als schnell empfunden hatte, aber das ist der größte Witz hier. Nachdem ich gesehen habe, was es sonst so gibt an schnellen Gegnern, ist das hier die reinste Farce. Ah. Ah, schade. Ah, das Saufen und das Regenerieren der Lebenspunkte dauert einfach so lange. Krass. Hast du mal gehört, dass Teil 1 und 3 echt beliebt sind? Ja, Dark Souls 2 ist besonders. Da ist halt, genau, da ist halt der Hidetaka Miyazaki nicht dabei, der ja viel, glaube ich, was Art Design und so betrifft, macht, oder? Deswegen Spiel Director, Art Director, okay. Deswegen sagen halt viele Leute auch, das Spiel sieht nicht so hübsch aus, wie es aussehen sollte. Ich finde es jetzt, muss aber ganz ehrlich sagen, da stört es mich überhaupt nicht dran. Also ich finde nicht, dass das Spiel nicht gut aussieht. Die Gegenden sind alle nett und es ist ähnlich, sieht auch auf seine Art und Weise okay aus. So, ich sehe jetzt da nicht so den krassen, das krasse Problem. Genau, und da habe ich eher so ein, da juckt's mir auch eher. Die Hitboxen sind nicht so geil, das ist eigentlich das größte Problem, tatsächlich. Und es ist sehr, sehr träge. Womit ich jetzt gerade kurz zu kämpfen hatte. Mist, hab gerade gemerkt, dass das schlecht war, was ich gemacht habe. Komm, hau mich. Ah, und das ist halt auch mies hier an der Stelle. Der ist so langsam. Oh, jetzt bin ich tot. Das ist alles so langsam. Wenn man glaubt, dass man saufen kann, kann man nicht saufen, weil der einfach ewig braucht zum Saufen. Ich hätte nicht gedacht, dass wenn ich zurückkomme, dass das mein Problem ist.
Oh Mann. Viele kleine Details, die das gesamte Paket nicht so gut aussehen lässt. Ganz genau. Das, ja. Genau das. Und die Story macht anscheinend überhaupt keinen Sinn, aber bei der Story, da bist du bei mir auch komplett an der falschen Adresse. Weil in den Dark Souls-Teilen, da habe ich eh immer Probleme mit der Story gehabt. Shit, ich wollte eigentlich links an ihm vorbei. Ah, die Rückhand, Styropor-Rückhand. Komm, steh auf. Ah, wie witzig, ich habe Angst zu trinken. Ich habe Angst, mich zu heilen, weil es so lange dauert. Ah, okay, manchmal kann man da unten durchlaufen, manchmal nicht. Ah, shit, das war schlecht von mir. Ausdauermanagement nicht im Blick gehabt. Sehr ärgerlich, dass ich an der Stelle getroffen wurde. Mist. Komm, steh auf. Ah, ja, das war ja auch noch ein Thema, dass der Kumpel sich nicht zügig umdreht. Okay. Parallel Champions League, entspannte Kombi. Ja. Komm, wir machen noch einen Versuch und dann könnt ihr mich mal ins erste DLC reinführen. Wie wäre das? Oder beziehungsweise könnten wir auch einfach die Sachen sammeln, die ich noch brauche, um dem Wendrick Schaden zu machen. Also wie gesagt, das ist jetzt hier ohne Hilfe ist nicht mehr, weil ich habe es ja durchgespielt und hab dafür Hilfe gebraucht. Also das ist eh schon durch. An der Stelle geht es jetzt darum, die Bosse zu killen. Ah, das wird hier sofort bestraft.
Ah, Mist. Ah, komm. Da war schon wieder so ein Hitbox-Ding. Oh, ah, dass das ein One-Hit ist, ist mies. Oh, dass das ein One-Hit ist, ist mies. Ärgerlich. Hatte mich gerade gut gefühlt. Ja, ich dachte es auch, Miku. Ich dachte es auch. Genau das Gleiche. Ah, keine Ausdauer. Mist. Hatte ich da echt schon wieder keine Ausdauer für den zweiten Roller? Hm. Zweimal Rückhand. Scheiße, ach, die Dinger sind auch so ein Mist, ne? Wo man nicht erkennen kann, wie nah sie dran sind und kommen viel zu schnell. Man hat in dem Moment keine Zeit zum Saufen. Tatsächlich ist das Saufen gerade mein größtes Problem. Wann kann ich trinken? So, gehen wir ins erste DLC. Wo muss ich hin? Weiß das jemand? Black Gulch. Ist das Schattenwald? Schwarze Schlucht. Gott, diese hässliche Nummer. Rand runterspringen. Einfach geradeaus, oder was? Da vorne? Ach Mann, ey, das ist hier, weiß ich nicht. Und vergiftet. Alter. Da? Ungefähr. Tot. Ungefähr, jo. Okay. Ja, das findet, sieht man doch auch nicht, wenn man hier unter Stress zwischen diesen Dingern durchlaufen muss. Ne?
Ich muss jetzt kurz warten, bis Gift weg ist, sonst ich will nicht vergiftet da reinlaufen. Weiter vorne ein besseres Bonfire. Okay. Wait, warum ist hier eine Wand? Warum ist hier eine Wand? The fuck? Oh, 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe! Was zum... Habe ich mich erschrocken. Der Weg zu Pascal, ja. War hier ein Bonfire drin? Weiß ich nicht mehr. Ist das, das ist aber keins, wo ich mich hinporten kann, oder? Nee, ach Mist. Ja, hi, hier bin ich wieder. Sorry, falsch. Ah, vor dem Boss. Gibt's da noch ein Bonfire? Okay, ich bin da 100 Mal durchgelaufen, hab nie ein Bonfire gesehen. Und schon so gut wie vergiftet, ne? Ja, und die Ratte, die hier noch zwischen reinkommt, ey. Oh, ein Boss, wo ist hier ein fucking Bonfire? Eine Statue vor dem Durchgang. Nur am Rand entlanglaufen bei der Klippe, okay. Ich warte jetzt darauf, dass die hier ins Feuer laufen. Genau. Komm her, du. Stirb am Feuer. Danke. Duftzweig. Oh, wenn ich wüsste, woher ich die krieg, ne? Ja, krieg ich halt nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wo muss ich hier... Irgendwo da hinten runterhüpfen. Das ist, man sieht halt gar nichts, ne? Okay, das war schon mal nicht schlecht. Verschlossen. Ich hoffe, dass ich hier, ja, okay. Ich sehe nichts. Ich hätte mal eine Fackel anzünden sollen. Hier bist du richtig. Ja, da vorne sind auch irgendwelche Viecher. Ich hätte aber gerne ein Bonfire. Bevor ich hier... Von... Oh mein Gott. Riesen angegriffen werde. Keine Lust jetzt eine Truhe aufzumachen. Bist du eine böse Truhe? Ring der Riesen fossiler Drachenknochen, okay. In welche Richtung muss ich? Man sieht halt einfach nichts.
bin ich hergekommen. Ist hier was? Kann ich hier rein und runterfahren? Ach, man muss die beiden killen. Oh Mann. Okay. Läuft. Und jetzt? Ja? Nee. Silberner Talisman. Keine Ahnung. Egal. Haben die mir eine Riesenseele gegeben? Ich hab's nicht gesehen. Und jetzt nach Majula? Fuck. Komm ich denn wieder... Komm ich nach Majula jetzt? Ich komme hier doch gar nicht nach Majula. Ich habe doch kein Leuchtfeuer und nichts. Ich komme ja auch nicht mehr nach oben. Heimatknochen. Heimatknochen, let's go. Warum habe ich sie jetzt hier Herzklopfen? Im Brunnen. Ey, es ist wieder mega, dass du mir hier hilfst, gerade. Dieses Deal, es ist ja schon wieder... Im Brunnen. Ach, hier, in diesem Brunnen. Ich müsste eigentlich, ja. Leitern? Fuck, wer verkauft Leitern? Nee, man kann in Dark Souls 2 Leitern kaufen. Der hier? Hey, what have you been up to? Nee. Doch. Ein Ornament mit der Abbildung einer Leiter. Nicht die. Welche Gesprächsoptionen? Leiter aufstellen. But you'll have to show some generosity. Die mittlere oder die längste? A very reasonable offer. Just you wait. Das ist ja verrückt. Er stellt jetzt eine Leiter auf. Ah, geil. Ich wäre da jetzt runtergesprungen. Hey, this ladder's not for sale. Passt schon. The only things I sell are miniatures. I mean, if that tickles your fancy, you can buy as many as you like. Ja, Klappe zu jetzt. Oi.
Ich will hier runter. Du hast mir gerade eine Leiter aufgestellt. Was meinst du, wo ich hin will? Wow. Wow. Was für ein Stummel der Lebensbalken hier in dem Spiel ist, ne? Hä, hey, aber die Leiter bringt mir ja gar nichts. Kann ich hier runter? Da sterbe ich doch, wenn ich jetzt hier runterfall, oder? Wobei, ich habe den Katzenring, ne? Hm. Dann war es die längste. Scheiße. Muss ich jetzt Seelen farmen gehen? Habe ich ja noch nie gemacht. So, wen verprügel ich jetzt für Seelen? Oder was kann ich noch fressen? Das namenloser Soldat, das gibt mir nicht genug. Ich muss tatsächlich jetzt irgendwen... Oder was Sachen verkaufen. Die hast ja noch 10. Da hast du ja noch 10 Mobs. Achso, die Seelen habe ich nach 10 Mobs jetzt hat. Kann ich hier nicht. Nee, ich kann nicht verkaufen. Schade. Kann ich dir Sachen verkaufen? Nein. Ach, da gibt's jetzt nur im. Oh Mann, ey. Ja, nee, dann gehe ich sie schnell farmen, weil ich weiß nicht wohin. Boah, keine Ahnung. Irgendwo mitten rein. Hier vielleicht. Gibt nur einen im Spiel. Einen Verkäufer. Einen Käufer. Ja, der Käufer ist im Pharos-Gebiet, aber ich glaube, den habe ich verprügelt. War das der Skorpion-Boy? Der dicke Wikinger. Ah, okay, nee, den weiß ich dann nicht. Boah, da muss ich aber schon ein paar killen, dass ich hier 12.000 Seelen krieg, ne? Könnt ihr mal... Ah, du bist einer, der gibt mir mehr Seelen. Ich wäre euch relativ dankbar, wenn ihr einfach explodiert, Jungs. Weil ihr explodiert nämlich. Oder auch nicht.
Hi. So, dann war hier irgendwo hinter der... Genau, hier kam noch einer. Das weiß ich noch. Dann war hier drin, glaube ich, noch einer, oder? Ja. Oder sogar zwei. Seelenfarmen, um ins DLC zu kommen. Mei, oh mei, oh mei, oh mei. Miese Nummer. So, hier sind keine Gegner. Dung, 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 dung. Ah, nicht runterfallen, das wäre jetzt ganz doof. Zufällig die anderen zwei Bosse in dem Gebiet. Das wär's, ja. Sind die nicht hinter dem Rauchritter? Ich dachte, ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass die hinter dem Rauchritter sind. Okay, witzig. Kann ich hier runterhüpfen? Nee, achso, in Dark Souls 2 kann ich ja nicht hüpfen. Stimmt, da war ja was. Aber hier waren doch irgendwelche Boys irgendwo, oder? War hier nicht irgendwo ein... Hier waren doch irgendwo Gegner. Da unten, ja, aber die, gegen die will ich jetzt nicht kämpfen. Da sind welche. Hier ist einer. Naja, genau, der fällt da jetzt runter. Hatte ich schon mal. Du stehst doch auf, eigentlich, oder? Nee? Echt nicht? Okay. Ah, das da unten ist mir eine zu miese Nummer. Da bin ich so oft drauf gegangen. Da will ich eigentlich nicht hin. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Wow, okay. Oh. Fuck off, ey. Seelenfarmen fürs DLC. Kann ich da nicht mit dem Katzenring irgendwie runterhüpfen? Muss ich da wirklich eine Leiter für nehmen? Es geht über die Aufzüge zum anderen Boss. Okay. Eventuell geht's mit Katzenring. Mir hier alles schon wieder zu strange. Das ist mir hier alles schon wieder zu... alles seltsam. Ich bin doch hier schon mal runter. Ich war doch da unten schon mal.
habe ich denn das hier überlebt darunter, frage ich mich gerade. Ah ja, okay. Also auf welche Ebene muss ich jetzt? Dahin oder hier unter mir ist noch eine Leiter, die dann hier reinführt? Felsloch oder Leiter? Beides mal probieren, du bist ein Witzbold. Heiligengrab, lol. Hier war ich, glaube ich, schon mal. Ah, jetzt darf ich nicht darüber hüpfen, oder wie? Ihr seid doch echt Schweine. Ach, das ist doch... Ey, ach. Ha! Ich krieg Kopfschmerzen davon. Jetzt schon. Bin noch nicht mal eine Stunde in Dark Souls 2. Muss ein Stückchen weiter runter sein. Ach so. Also nicht da oben rein. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Oder doch, hier war ich schon. Doch, hier war ich schon. Oh Mann, ey. Aber ich habe mich an die langsamere Geschwindigkeit relativ schnell gewöhnt, also... Nein! Oh, gut. Oh nein, 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 ich sterbe. Ach, ich habe nicht auf mein Leben aufgepasst. Oh Gott! Dämliche Sprungpassagen in diesen Spielen, ey. Warum? Mann, 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 Mann. Jetzt hat Le. So. Vergessener Schlüssel benutzt. Okay. Let's go. Hi. Drei Truhen. Oh Mann. Drachenklaue, ein Schlüsselgegenstand. Führt euch in ein unbekanntes Land.
Eine stark abgenutzte Drachenklaue, der Legende nach, liegt in den tiefsten Tiefen der schwarzen Schlucht hinter verschlossener Tür eine prächtige, für einen schlafenden Großdrachen errichtete Stadt. Diese Klaue verströmt trotz ihres hohen Alters noch große Vitalität. Der Key für den ersten DLC. Und jetzt sterbe ich, wenn ich hier Kisten aufmache, ne? Okay. Seelenstrudel, ein Zauber. Hexenbaumzweig. Hexenbaumglockenrebe. Und du bist die Fake-Truhe. Nein? Okay. Gab's sowas überhaupt in Dark Souls 2? Ich weiß es gar nicht mehr, ob es hier Fake-Truhen gab. Großer Blitzspeer. Aha! Okay. So, und jetzt stand da in der irgendwo in der schwarzen Schlucht. Ah, das wird die Tür sein, die ich vorhin gesehen habe. Was? Nein! Lukas, hi! Hinterm Boss weiter. Eieieiei. Alles miese Nummern hier. Ach, weißt du was? Dann bin ich jetzt halt vergiftet. Oder auch nicht. Leute, ich bin noch gar nicht vergiftet. Witzig. Jetzt bin ich vergiftet. Oder? Nee, immer noch nicht. Jetzt bin ich vergiftet. War hier nicht irgendwo ein bewusstes Loch? Hä? Bin ich jetzt dumm? Da. Hier war noch ein anderer Gang. Oder habe ich das falsch gesehen? Hier. Ne, da war nur eine Kiste. Okay. Muss ich dann... Ah ja, an den Altar. Okay. Ich habe jetzt nach einer Tür gesucht. Aha, und die Tür kriege ich jetzt auf. Oder wie? Welcome to Crown of the Sunken King DLC. Krone des gesunkenen Königs. Sind wir jetzt hier unterm Wasser oder was? Hallo? 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 Niemand zu Hause? Hallo? Keiner da. Schönes Gebiet, es sieht echt cool aus, ja. Bist du der versunkene König, den ich verprügeln soll? Wahrscheinlich nicht. Wie er mich jedes Mal... Junge, was vibriert hier? Der ist doch schon weggeflogen. Drei Bosse. Okay, alright. Erstmal hier. Erstmal hierher.
Ja, gut, also. Upa, das war die Maus, Entschuldigung. Leider den Rauchritter noch nicht bezwungen. Dafür jetzt im ersten DLC von Dark Souls 2 angekommen. Das wird jetzt neben Elden Ring immer wieder mal eine Folge kommen. Mal gucken, wie viel. Ja, mehr brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Ihr habt gesehen, was passiert ist. Der Rauchritter ist immer noch ein Problem. Allerdings kein so großes mehr, weil das Spiel doch sehr viel langsamer ist als das, was ich mittlerweile gewohnt bin. Und Leute auf Twitch, bleibt dran. Keine Angst, es geht heute noch weiter. Aber YouTube. Vielen Dank fürs Einschalten und schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.